Sonnenuntergang direkt an der Wolga. Haben eigentlich einen schönen Stellplatz gefunden. Ivan steht da oben und sein Kumpel, den er aus dem Dreck gezogen hat, der steht da vorne weiter, der Blaue. Und Auto ist soweit ganz, alles in Ordnung. Und die Tour kann für beide Seiten morgen nochmal weitergehen. So, guten Morgen. Wir sind jetzt in Jaroslawl. Heute machen wir mal ein kleines bisschen Kultur. Roland freut sich. Die Stadt gehört zum Goldenen Ring, der Moskau geschaffen wurde durch die Zaren. Eine Stadt schöner wie die andere. Und das soll angeblich hier die Stadt sein mit der größten Kirchendichte. Das gucken wir uns jetzt mal an. Bis zum Kreml. Die haben ja eine, jeder Stadt hat ja einen eigenen Kreml. Dann gucken wir uns das immer an. Wir gehen nicht rein, wir gucken bloß und dann fahren wir weiter. Weil für Ivan ist das schon anstrengend, hier durch die Stadt zu fahren. Und für Remo auch. Man lässt werfen, da ist ein bisschen nass geschwitzt. Ja, für alte Männer ist das nicht ganz so einfach. Und Ivan ist ja kein Sprinter. So, da hinten seht ihr eine Kathedrale. Namen kennt man nicht. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Kleiner Sportplatz. Hier sind mehrere Kirchen und Kathedralen. Drüben ist eine Quadbahn für Jugendliche, vermute ich mal. Weiß ich, ob ihr das jetzt schon seht. Ja, ist drauf. Schöne Brückengeländer. Herrlichster Sonnenschein. Ich denke mal, heute wird es Richtung 20 Grad gehen. Heute ist der 1. Mai. Roland hat keine Nelken besorgt. Nee, schon herrlich. Ja, er ist da. Ist noch nicht weg. Also Ivan hat gestern nach dieser Bergungsaktion ganz schön gelitten. Trotzdem kein Öl weiter verbraucht. Differenziale. Die Kardanwellen klappern zwar ein bisschen mehr, aber naja, wir halten es im Auge. Ja. Hintergrund die Wolga. Roland. Und was fällt dir auf? Keine Graffiti, ne? Aber die Parkanlagen, alles blitzblank sauber, ne? Keinen Graffiti, nirgendwo. Sehr schön.
wenn man die Wolga hier so sieht, dann ist es noch die schmalen Stellen, der schmalen Breiten. Oh, die Dinger scheinen sie auch zu bepflanzen, denn direkt an der Wolga liegt ein Hotelschiff. Blick auf das alte Russland, das moderne und das ganz alte, alles zusammen auf gleicher Stelle. So, jetzt ist Ivan in Ivanov. Wir fahren da jetzt heute durch. Wir haben heute ein bisschen Kultur gemacht, ja, hat der Remo schon erzählt, wird er auch noch einstellen alles. Und jetzt fahren wir mal durch Ivanov. Wenn wir da durch sind, suchen wir uns wieder mal was zum Schlafen. Aber wir haben festgestellt, Stadtfahrten sind für Ivan nicht so das Gelbe. Ist für alle drei anstrengend. Und man muss sich ganz schön konzentrieren, verliert viel, viel Zeit. Ist ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, man muss viel. Man verliert viel Zeit dabei und muss sehr konzentriert fahren. Hier sieht man mal noch die Leitung von den O-Bussen. Absolut spitzenmäßig, genau wie in Eberswalde. Weiß nicht, warum es das nicht in deutschen Städten gibt. Kann ich nicht verstehen. Das ist eine Technik, die gibt es schon seit 70 Jahren oder noch älter. Altbewährt, funktioniert und ökologisch korrekt. Genau. Damit jeden Strom gespeist wird, von Atom bis Grün. Genau, also deswegen verstehen wir, also ich verstehe es persönlich nicht, warum das nicht in Deutschland viel vertretener ist, das ist ja viel besser. So, da vorne in 1,8 Kilometer müssen wir links ab. Also erstmal noch gerade fahren, geradeaus und dann gucken wir mal. Also Städte sind optisch nicht sehr schön. Nee. Wir fahren geradeaus, ja, vor allem. Aber hier haben wir wieder mal ein Schmuckstück. Die Kirche ist wirklich, also manche Kirchen sehen ja wirklich spitzenmäßig aus, wie hier zum Beispiel. Da kann man ja nun wirklich überhaupt nichts sagen. Ne? Aber ist ganz, ganz toll. Super restauriert. Wir haben auch schon welche gesehen, die sind seit dem Zweiten Weltkrieg oder noch älter nicht mehr in keinster Weise
restauriert worden, eigentlich bloß noch Ruinen. Aber hier, das sieht wirklich gut aus. Das hat mal was. Schön blau, gefällt mir. Vielleicht gehen wir mal in eine Kirche rein, gucken sie uns mal an. Ja, aber nicht heute. Nee. Na, aber sehen, wenn wir dann morgen in Nischni Nowgorod sind, dann das wird morgen Tagesziel sein auf jeden Fall. Dann vielleicht auch mal in der Zeitung oder Muße und Gelegenheit, da mal reinzukommen. Da wollen wir auch jemanden treffen. Und wir fahren ja morgen dann auch in Nischni Nowgorod ins Museum. Ins Gasmuseum. Also da, wo die von dem Werk, wo Gas hergestellt wurde, wird. Mal sehen, wie das so wird. Ob wir das morgen alles noch schaffen oder ob wir das erst übermorgen machen. Und dann lieber am Samstag ein bisschen später wegfahren. Genau. Ja. Das war auch so eine typische Verkehrssituation, die man hier immer hat. Gehen Sie über die Straße, gehen Sie nicht über die Straße, wann gehen Sie über die Straße? Ja, aber das ist meine hier so. Mittlerweile sind wir das gewöhnt. Ja, Kirsch, alles klar? Ja, schön. Alles gut. Am besten auf die linke Spur, weil die ist die Geradeausspur. Darüber. Jetzt geht. Gibt's hier nicht. Da lang, ist geradeaus. Das ist für die geradeaus. Also hier so, dass du da rüber kommst. Fahren Sie geradeaus. B600, B79. Prospekt Lenina, dann biegen Sie rechts. Also ich musste hier so rum. Ja, mach ich auch. Okay. Mal zwei links, zwei rechts. Aber du merkst, wenn das Getriebe heiß ist oder sowas, dann stellt er sich wirklich schwer. Ja. Was ist das links hinter gerne heiß? Ja? Das links hinter gerne heiß? Im Sohn? Ja. Der hier anzeigt, tut er was völlig Falsches. Fahr mal hier weiter, die Straße lang. Geradeaus. Ja, hier auf der Hauptstraße bleiben. Ja. Genau. So, und dann vorne rechts, genau. Und jetzt sind wir eigentlich richtig. Hier rechts. Ja, rechts, aber genau. Biegen Sie rechts ab. A113. B79, Ulica di Santa Augusta. Dann biegen Sie die zweite Straße rechts ab. Jetzt war ich mal aus. Heute haben wir wieder einen schönen Schlafplatz gefunden. Direkt am See wieder. Vorne sind irgendwo ein paar Angler. Ivan hat auch ein lauschiges Plätzchen gefunden. Hinten ist eine Feuerstelle gewesen, die mal außer Kontrolle geraten ist. Zumindest ist es hier eine schöne Landschaft. Es ist alles richtig gemütlich. Wir bleiben heute Nacht.
heute haben wir mal einen Regentag, bis jetzt zumindest. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Nischni Nowgorod. Fährt sich aber ganz gut, oder, Remo? Remo nickt. Okay. Ah, wieder mal eine Kirche da hinten, wenn man das so sieht. Metern biegen Sie rechts ab, B152, ohne Salinina, dann biegen Sie links ab. Oh, guck mal, hier deine Jacke auch mal. Hier vorne rechts. Biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie links ab. Dann gleich links. Aber man sieht, in jedem Ort hat man einen Supermarkt. Tankstelle in der Regel da. Aber das passt schon. Nach 100 Metern links. Biegen Sie links ab. B152, Savitskaya Kulissa. Biegen Sie links ab. So, der Herr Kirsch hat von Ulf die schicke Jacke an von Sibirienwolf. Ne? Ich habe die T-Shirts. Habe ich hinten, die sind gewaschen. Die kommen heute wieder dran. Und anziehen, sind, tragen sich ja gut, muss ich sagen, Ulf. Und die Jacke, die andere, die hängt hier. Trägt sich gut. Ja, schön warm, gerade bei dem Wetter hier. Schönen Dank dafür. Genau, danke, danke. Dafür kann man dich auch besuchen, kostenlos essen und trinken. Genau. Und ich würde an deiner Stelle schon mal ein paar Schweine schlachten. Ja, eine Kuh macht's auch. Ja. Bezahlende Werbung gewesen. Also ja. Keine Schleichwerbung oder so. Ja. Oder muss gleich. Genau, wir machen keine Schleichwerbung, das ist nicht bezahlte Werbung. Warum eigentlich nicht bezahlt? Weil wir so gut sind. Ah ja, weil wir so gut sind, okay. Alles klar. Früher hatte man dafür einen anderen Begriff, aber das ist jetzt egal. Das passt. In dem Fall ist das schon alles in Ordnung, ist schon gut. Für Ulf machen wir das. Ne? Machen wir gerne. Machen wir Ulf gerne. Hat eine kleine Farm, wo auch Besuchermöglichkeiten sind. Ja. Hat er in einem kurzer Zeit richtig was Tolles aufgebaut. Und wir werden auch Ulf besuchen fahren. Dann kommen die Mädels hinterher, dann machen wir uns eine schöne Woche bei Ulf und hauen ihn wieder ab. Genau, so ist der Plan. Mein Mädel kommt nicht vorbei, ist aber auch nicht so schlimm, ist alles okay. Wir kennen das ja von den Auslandseinsätzen von mir früher, da war das ja auch nicht so. Also. Dafür sind bei mir zwei. Dafür hat er wieder. Ja. Hat er wieder zwei. Genau. Aber ich bin schüchtern. Aber er ist schüchtern, wie immer. Gut, dann werden wir uns mal hier abmelden. Nicht, dass wir noch mehr Lügen verbreiten. Und ansonsten, schönen Tag, wir melden uns dann später wieder. Tschüss.
Wasser, da ist es. Müssen wir sehen, dass wir, ich fahre noch ein Stück und dann müsste es rechts weggehen, den Weg. Da wird man zwar nicht runterkommen, denke ich mal, aber wenn da ein Weg ist. Ja, ich habe es schon gesehen. Ja. Weil weiter draußen ist dann immer noch mal so ein Teil. Vorne an der Kreuzung müsste normalerweise rechts, ich weiß aber nicht, ob es da rein geht. Das siehst du in dem Ding diesmal nicht so gut. Kehren Sie wenn möglich um. Naja. Eigentlich geht die Hauptstraße links weg und wir müssen eigentlich rechts runter. Das ist die Frage, ob das geht und wie weit. Ja. Eigentlich wäre das jetzt hier, aber kommst du nicht rein. Vergiss es, kommst du nicht rein. Dann, doch. Oder wir fahren links, aber da ist dann erstmal kein See. Wollen wir versuchen oder was? Ja. Mal sehen, vielleicht können wir heute hier schlafen. Haben wir wieder mal den See gefunden. Mal gucken, wo wir uns da hinstellen können. Noch. Aber wir sind sehr nah an einem Dorf. Ich denke, da haben wir heute Besuch bekommen. Ja, geht aber nicht. Wo willst du dich sonst hinstellen? Was? Oder ja, ja, da könnte man runterfahren bestimmt, ja. Aber lass mich vorher gucken, ob es zu weich ist. Kann ruhiger sein. Ja. Ja, wenn nicht, gehe noch hier einfach hin. Ich fahre jetzt mal so rum. Ja, 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 ja. Jetzt die Frage. Ja, eventuell drehen wir gleich da hinten und fahren so rum ran. Ja, okay.
kommen. Ich habe schon eine Stelle gefunden. So, Roland schaut mal, ob das gut befahrbar ist. Und dann fahren wir da runter und denke mal, da mal einen richtig schönen, gemütlichen Stellplatz gefunden. Ja, gut, ich fahre jetzt runter. So, wir haben jetzt einen schönen Stellplatz gefunden. Direkt an einem kleinen See. Das Runterfahren tun wir lieber nicht, wer weiß, wie weit das ist. Und wie ihr seht, liegt hier sogar noch Schnee. Yvonne ist ganz gut gerannt. Haben auch wieder etwas über, ich schätze mal, 320 Kilometer gemacht oder so. Also daher läuft. Die Wolga, die sieht jetzt schon ein bisschen größer aus. Ungefähr so groß wie die Schnee-Novko. Bisschen die endlosen Birkenwälder in Russland. Nach 1,2 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt Salesnaya, USA. Geht jetzt rein in die nach Kasan. Auch in Russland ist es üblich, dass sich die Pärchen als Liebesbeweis hier ein paar Schlösser hinhängen. Ich habe da mal was vorbereitet. Vielleicht könnt ihr das hören, im Hintergrund ist irgendwie eine Jazzband. Die lassen sich richtig gut gehen. Aber wie gesagt, wir haben keine Chance, mit dem Fahrzeug nach drüben zu kommen. Man sieht überall im Hintergrund Neubauten, die sind auch von der Optik her recht ansehnlich gegenüber den altkommunistischen. Also Roland hat mal gegoogelt, das ist das Standesamt. Werden wir in Deutschland sowas Schönes eigentlich nicht sehen. In der Nacht ist es in verschiedenen Farben richtig gut beleuchtet, heute ist es geschlossen und rein können wir leider nicht. So, wir müssen weiter. Wir kommen auf den Kreisverkehr zu. Und in dem Kreisverkehr musst du die erste, wie es aussieht, nehmen. Aber das sagt er ja gleich nochmal an. Dauert noch ein bisschen. Aber alles modern, alles schick, alles sauber. Ja, Kasan, sehr saubere Stadt. Alles hypermodern. Super gemacht. 40 km/h, Herr Kirsch. Thank you.
hier und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Czystopolskaja Ulica, dann biegen Sie rechts ab. Geradeaus, oder? Geradeaus, also. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Nur geradeaus. Stadion? Ja. War ja von zur WM, wurde das extra gebaut. Ja. Nach 200 Metern halten sich. Ist alles neu. Prospekt Josalina Jemaschiva. Rechts lang? Rechts, rechts, rechts. Alles gut. Halten Sie sich rechts. Rechts bleiben. Wir fahren dann auf diese Autobahn rauf. Das ist wieder nachher, wird das wieder diese M so und so sein, ja, M7 oder sowas werden. Ja. Dann hier rauf. Dann stehen wir im Stau. Stiefel ich anhab, ja. Es gibt ja Schuhfetisches, Fußfetisches. Ah, das soll gut sein. War der Fluss. Das war der Fluss Kasanka, nicht der blaue LKW. Ja, ich sehe es ja. Darf ich die zuhalten? Na, willst du jetzt hier rüber oder was? Ja, ein bisschen was zum Thema Feinstaub. Der LKW vor uns, jetzt sieht man es leider nicht mehr so doll. Aber vorhin, das war erschreckend. Friedhof. Aus, wenn man mitteldurch ein kleines bisschen Matsch fährt. Roland hat wieder einen schönen Schlafplatz gefunden. Wie ihr seht, ist das hier ein riesiger See. Wie er heißt, weiß ich nicht, weiß vielleicht Roland. Muss ich nachschauen, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Muss er nachschauen, schon nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten sehen könnt. Es sind irgendwelche Kirchen, aber ich denke mal, es werdet ihr nicht so sehen. So, dann habt ihr ja Ivans Reservestoßstange sicherlich gesehen. Die haben auf die Stoßstange vorne gemacht und ein bisschen festgeschnallt, damit mal wenigstens was dabei haben, wenn mal schief geht.
Und jetzt genießen wir erstmal den Feierabendkaffee mit Rodan ganz gemütlich. Und er zeigt auf Ulf seine Tasse. Ulf, wir nehmen wirklich deine Tassen. Ja, muss er gleich beniesen. Ja, aber so ist das. Ja. Und wir sehen uns ja dann so in, weiß ich nicht, 4 Jahren. In 4 Jahren, ganz sicherlich nicht. Aber ich denke mal so in 2,5 Wochen oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wie gesagt, heute war die Fahrerei anstrengend. 320 Kilometer sind es geworden. Wir sind 30% der Zeit nur berghoch gefahren. Und dementsprechend ist auch der Spritverbrauch. Und Ivan ist ganz schön geschlaucht. Und das war wirklich richtig. Und er hat gekämpft, wir sind streckenweise bloß mit 40 hochgefahren. Aber es ist halt der Preis, wenn halt Berge da sind oder Erhebungen. So, wir hatten zwar erst schon mal einen anderen Stellplatz. Der hat uns aber nicht so gefallen. Roland hat noch einen schönen See gefunden. Da haben wir auch noch mal schnell das Auto versetzt, ein paar Kilometerchen. Und wie ihr seht, steht der kleine Ivan da rum. Und mit total dreckigen Rädern. Naja, zumindest bleiben wir jetzt hier und machen uns einen gemütlichen. Haben heute über 320 oder so Kilometer gemacht. Bis dann, tschüss. So, Roland zeigt euch jetzt mal, wo der See ist. Das ist der See. Also wie gesagt, das sind ja Flüsse, die ineinander übergehen. Und wir sind in Mendelejewsk. Da steht es ein bisschen beschmiert, aber Mendelejewsk. Da sieht man Nummer 5. Übernachtung heißt das. Mhm. Mendelejewsk. Heute waren wir in Kasan. Sind wir die Strecke gefahren bis jetzt hierhin. Morgen geht's bis hierhin. Und noch ein kleines Stückchen weiter. Und dann übermorgen sind wir in Perm. Versprochen. In Perm warten ein paar Facebook-Freunde auf uns, die ein wunderschönes Programm für uns ausgearbeitet haben. Und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Ja,